Mir wird, glaube ich, keine Frage so oft gestellt wie dir. Darum kriegt ihr heute die langersehnte Antwort. Die Rössli, die eselartigen Viecher, die Equiden, die whatever, die man immer in meinen Videos sieht, hören meiner Mutter und mir. Rein theoretisch auf Papier, einfach meiner Mutter. Nasira hat mehr gehört, aber die existiert nicht mehr. Nur noch in meinem Herzen. Irgendwie rede ich einfach nicht gerne über das Thema, weil alle Leute, die nichts mit diesem Sport zu tun haben oder Hobby, instant meinen, dass du steinreich bist, wenn du ein Ross hast. Logisch, es kostet Geld, aber es kommt auch darauf an, was du für ein Ross hast, was du damit machst und wo du und wo du wohnst und blablabla. Dann frage ich auch oft, wo das die stehen. Früher habe ich das sehr gerne beantwortet. Mittlerweile bin ich so sehr nah bei meinem Haus, darum kommt bitte nicht hin. Und was ihr auch immer wissen wollt, habe ich das Brevet? Ja. Starte ich auf Turnier? Nein. Ich bin nicht in die Welt hineingeworfen. Meine Mutter ist nicht so eine Turnierfrau oder so. Macht mich einfach nicht so an. Sie ist umstritten in meinem Umfeld, wieso dass ich das nicht mache. Madonna wäre ein sehr gutes Ross. Aber ich bin halt kein gutes Ross, Bro. Wenn ihr sonst noch eine Frage habt, let me know. Und sonst wäre es das gewesen.